Tag und herzlich willkommen zur Softwaretechnik-Vorlesung, heute zum Thema Systemmodellierung. Beim letzten Mal haben wir uns schon damit beschäftigt, wie weit eigentlich das Verständnis von einem Softwaresystem auseinanderliegen kann. Wir haben uns angeguckt, was der Kunde vielleicht eigentlich erklärt hat, was der Projektleiter verstanden hat, was der Programmierer implementiert hat, wie das Ganze dann beworben wurde und was der Kunde eigentlich brauchte. Beim letzten Mal haben wir uns darauf fokussiert, dass wir verstehen, was der Kunde eigentlich braucht. Das heißt, es ging darum, der Kunde erklärt uns was, der Projektleiter hat Techniken an der Hand, um die Anforderungen aufzunehmen, weil man will natürlich möglichst nah die Anforderungen an dem aufschreiben, was der Kunde tatsächlich braucht. Wir werden hier heute an der Stelle weitermachen und die Systemmodellierung, die hat auch das zum Ziel, noch besser zu verstehen, was der Kunde eigentlich will, hat aber noch einen zweiten Zweck, nämlich wir wollen natürlich auch, dass der Programmierer und dass alle anderen Beteiligten das gleiche Verständnis vom System haben. Und dafür ist es sinnvoll, die Texte aus den Anforderungen zu ergänzen um Modelle. Was wollen wir uns heute angucken? Die Vorlesung hat wieder drei Teile und im ersten Teil möchte ich ein bisschen motivieren, warum modellieren wir eigentlich? Das war jetzt natürlich schon in Kurzform erklärt, aber wir werden uns das ein bisschen genauer angucken. Was bedeutet es? Was ist eigentlich ein Modell und was meinen wir mit Systemmodellierung? Wir werden uns auch UML als eine sehr bekannte Standardsprache angucken. In dem zweiten und dritten Teil werden wir uns konkrete Sprachen in der UML angucken, nämlich zwei konkrete Diagrammtypen. Wir haben beim letzten Mal schon einen Diagrammtyp kennengelernt, das sind die Anwendungsfalldiagramme, Englisch Use Case Diagram, und wir werden uns jetzt mit Aktivitätsdiagrammen und Zustandsdiagrammen auseinandersetzen. So, das heißt, im ersten Teil geht es uns darum, warum sollten wir eigentlich Systeme modellieren? Also wir haben doch jetzt die Anforderungen, wir haben alles irgendwie aufgeschrieben, und da gibt es verschiedene Sachen, verschiedene Belange, warum wir dazu noch was modellieren sollten. Es gibt dazu ein interessantes Statement und das kann man so toll oder besser eigentlich gar nicht formulieren, deswegen habe ich es hier einfach auf die Folie kopiert. Didaktisch wahrscheinlich nicht sehr wertvoll, aber ich lese das einfach mal vor. A successful software organization is one that consistently deploys quality software that meets the needs of its user. An organization that can develop such software in a timely and predictable fashion with an efficient and effective use of resources, both human and material, is one that has a sustainable business. Also worum geht's? Also eine Firma, ein Unternehmen, ein Konzern, der in der Lage ist, hochqualitative Software zu entwickeln, die genau die Anforderungen vom Nutzer erfüllt und die das auch noch vorhersagbar und effizient und effektiv mit effektivem und effizientem Einsatz von Mitarbeitern, aber auch von Rechenressourcen machen kann. Die haben, ja, also das ist sozusagen eine gute Basis für ein Geschäftsmodell. Das heißt, das ist, und das sehen wir in immer mehr Bereichen, dass eigentlich viele Firmen eine Transition versuchen zu einer Firma, die Software herstellt, und natürlich haben die alle genau dieses Ziel. Modeling is a central part of all of these activities that lead up to the deployment of good software. We build models to communicate the desired structure and behavior of a system. We build models to visualize and control the system's architecture. We build models to better understand the system we are building, often exposing opportunities for simplification and reuse. And we build models to manage risk. Das heißt, wir sehen, es gibt eine ganze Reihe von Vorteilen, die man sich erhofft von der Modellierung und wo auch die Praxis gezeigt hat, dass das tatsächlich der Fall ist. Wir wollen die Modelle nehmen zur Kommunikation zwischen verschiedenen Akteuren. Wir wollen damit was visualisieren und durch die Visualisierung auch die Möglichkeit bekommen, was zu kontrollieren, was natürlich wichtig ist für den Softwareentwicklungsprozess. Wir wollen das System besser verstehen, wir wollen auch Möglichkeiten finden, wie wir das Ganze vereinfachen können. Denn wir haben ein grundlegendes Problem, dass Systeme immer komplexer werden und dass wir ständig versuchen müssen, die weiter zu vereinfachen und was wiederzuverwenden. Und wir wollen auch das Risiko minimieren.
Und das war jetzt relativ lang und man kann das Ganze auch relativ kurz auf einen Punkt bringen, nämlich: We build models of complex system because we cannot comprehend such a system in its entirety. Wir können ein heutiges Software-System bis auf irgendwelche kleinen Tollbeispiele nicht mehr in der Gesamtheit verstehen. Das heißt, es gibt viele Akteure, die daran mitwirken, an einem Software-System, und damit die alle trotzdem ein gewisses Verständnis entwickeln können, brauchen wir Modelle. Nochmal zur Erinnerung, wir haben in der ersten Vorlesung uns die Analogie angeguckt aus der Architektur oder aus dem Bau von Gebäuden, dass es natürlich denkbar ist, als Einzelperson und ohne Vorwissen und ohne spezielle Techniken, ohne Erfahrung, kann man das schaffen, irgendwie ein Zelt aufzubauen, auch selbst wenn es ein bisschen anspruchsvoller ist und man so einen Tarp nimmt. Man wird es allerdings nicht schaffen, so einen monströsen Bau, ein Hochhaus oder ähnliches oder eben das Münster in Ulm allein zu bauen oder allein überhaupt zu entwerfen. Das heißt, da haben wir dann große Teams und so ähnlich ist das eben bei Software. Die Komplexität bringt es eben mit. Das heißt, während wir für kleine Software-Systeme vielleicht nichts modellieren müssen, das nicht zwingend machen müssen, gibt es allerdings vielleicht trotzdem Vorteile. Bei großen Systemen müssen wir es zwingend machen. Noch eine weitere Motivation kann Bjørn Stoustrup geben. Der gilt als einer der Erfinder von C++ und beschreibt sich selbst auch so. Natürlich ist so eine Sprache wie C++ hat viele Beteiligte, aber er hat sozusagen die ersten Schritte für C++ übernommen. The most important single aspect of software development is to be clear about what you are trying to build. Also wir brauchen ein klares Verständnis davon, was wir haben wollen. Und wenn wir jetzt die Anforderungen aufnehmen, so wie ich das letzte Woche erzählt habe, dann kommen wir da vielleicht auf ein 500-Seiten-Dokument. Und dann ist die Frage, kann uns dieses 500-Seiten-Dokument helfen, ganz klar zu verstehen, was wir da eigentlich implementieren sollen? Und die Antwort ist meist nein. Also selbst wenn wir das alles versuchen, sehr auf den Punkt zu bringen und versuchen zu kürzen, nur Texte, nur Anforderungen in textueller oder strukturierter Notation werden da schwierig sein. Und wir haben beim letzten Mal schon gesehen, dass eben Anwendungsfalldiagramme da schon helfen können, ja, dass die da schon Teile visualisieren können. Gut, jetzt haben wir so ein bisschen versucht zu motivieren, was ist jetzt eigentlich Systemmodellierung? Ja, das ist das Thema von der heutigen Vorlesung, aber was ist das eigentlich? System Modeling is the process of developing abstract models of a system with each model presenting a different view or perspective of that system. Also, Systemmodellierung beschreibt einen Prozess. Ein Prozess, in dem wir abstrakte Modelle, das heißt, wir abstrahieren von irgendwelchen Details, von dem System aufstellen. Und wir haben typischerweise eine gewisse Sicht darauf. Wenn wir an Architektur denken, dann könnten wir sagen, wir haben die Draufsicht, wir haben eine Sicht von vorne, von der Seite, wir haben vielleicht so Schichten. Ja, das kennt man, so ein Grundriss von einem Gebäude oder aber auch die Raumaufteilung in einer Ebene. Das können eben alles verschiedene Sichten sein. Und genauso wie wir in der Architektur nicht oder beim Bau von einem Haus nicht mit einer Sicht auskommen, ist eben auch so, dass wir hier verschiedene Sichten haben. Models are used during the requirements engineering process to help derive the detailed requirements for a system. During the design process to describe the system to engineers implementing the system and after implementation to document the system structure and operation. Und da sehen wir, das ist was ich vorhin schon versucht hatte anzudeuten, dass Modelle an ganz verschiedenen Stellen bei der Softwareentwicklung zum Einsatz kommen. Wir wollen damit die Anforderungen besser verstehen. Wir wollen damit das System so beschreiben, dass Entwickler verstehen, was wir damit meinen. Und wir wollen aber auch damit was dokumentieren, was uns später noch hilft, wenn wir zum Beispiel später Erweiterungen machen wollen und überlegen, wie das System eigentlich aussieht und funktioniert. Jetzt die Frage, was ist eigentlich ein Modell? A model is a simplification of reality. Ist relativ prägnant, hilft einem vielleicht noch nicht komplett, aber das ist schon eine wichtige Aussage, dass ein Modell tatsächlich immer eine Vereinfachung sein muss von der Realität. Wir werden mit einem Modell nicht alles ausdrücken können, was in der Realität ist, und das wollen wir auch nicht.
Das ist gerade die Idee, dass wir irgendwie von Details abstrahieren. Und das bringt die zweite Definition hier besser zum Ausdruck. A model is an abstract view of a system that deliberately ignores some system details. Die Idee ist eben, von einem Modell eine abstrakte View, eine abstrakte Ansicht von einem System zu bieten. Wir ignorieren bestimmte Details in diesem System. Was haben wir für Ziele? Wir wollen das System visualisieren, wie es gerade ist oder wie wir es haben wollen, wie wir es implementieren wollen. Wir wollen die Struktur und das Verhalten von einem System genauer festlegen. Wir wollen vielleicht auch so eine Art Template, so eine Art Vorlage haben, die uns hilft bei dem Entwickeln. Und wir wollen auch die Entscheidungen, die wir während der Softwareentwicklung treffen, wir wollen die dokumentieren. Ja, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben ganz viele kleine Entscheidungen, die nachher zu einer Software führen. Und diese Modelle im Vorhinein aufzustellen, bevor wir tatsächlich anfangen zu implementieren, hilft uns, die Entscheidungen zu reflektieren, zu überlegen, ist das die richtige Entscheidung, aber auch nachher, um das nachvollziehen zu können, wieso man dahin gekommen ist, weil Softwareentwicklung besteht auch viel aus Erfahrung, aus Lernen und daraus auch im Nachhinein drauf zu gucken und zu sagen, war das jetzt alles optimal oder müssen wir da was verbessern? Ian Somerville schreibt in seinem Buch Folgendes, und auch das habe ich hier wieder komplett zitiert, weil ich glaube, dass das ganz interessant ist. It is important to understand that a system model is not a complete representation of system. It purposely leaves out detail to make it easier to understand. Also, das haben wir eben schon gehört. Ja? Modell ist vereinfacht sozusagen und lässt irgendwelche Details aus, die unwichtig sind, um das System zu verstehen. Und hier gibt es so einen anderen Begriff noch, Representation. Es gibt verschiedene Arten von Repräsentationen von einem Programm und wir haben uns das auch schon in der ersten Vorlesung, haben wir da auch schon drüber gesprochen, nämlich es gibt den eigentlichen Source Code vielleicht, es gibt auch Binärdateien, wo wir das Programm, das eigentliche binäre Programm vielleicht kompiliert haben. Und so gibt es verschiedene Repräsentationen und vielleicht haben wir auch, kompilieren wir das Programm einmal für Windows, einmal für Linux, einmal für Mac. Und was an der Stelle passiert ist, wir haben verschiedene Repräsentationen von dem System, aber jede Repräsentation hat den gleichen Detailgrad. Ja, weil jede Repräsentation enthält trotzdem alle Details im Wesentlichen, während ein Modell immer versucht, von irgendwas zu abstrahieren. A model is an abstraction of the system being studied rather than an alternative representation of that system. A representation of a system should maintain all the information about the entity being represented. An abstraction deliberately simplifies the system design and picks out the most salient characteristics. Gut, damit ist die Frage, ja, wenn wir jetzt sagen, wir wollen modellieren, dann ist ja die Frage, in welcher Sprache? Ja, also, was soll eigentlich die Sprache sein, in der wir modellieren? Wir wollen das System jetzt irgendwie ausdrücken, wir wollen es irgendwie kommunizieren und sobald wir kommunizieren wollen, brauchen wir eine Sprache. Und jetzt können wir überlegen, so verschiedene Sachen. Ich habe schon ein bisschen erklärt, warum wir natürliche Sprache nicht nehmen wollen für diese Modelle. Ja, wir könnten jetzt sagen, naja, dann schreibe ich eben meine Modelle in irgendeiner Form auf in natürlicher Sprache. Das ist aber schwierig, da von Details zu abstrahieren und wir benutzen die bereits in den Anforderungen. Ja, wir wollen eigentlich eher eine Ergänzung schaffen zu diesen textuellen Anforderungen. Warum modellieren wir nicht in der Programmiersprache? Ja, da gibt es eine ganze Palette von Gründen. In der Programmiersprache ist man meist sehr detailliert. Das wollen wir eigentlich noch nicht. Es gibt vielleicht Personen, die dann sozusagen in diesem Softwareentwicklungsprozess drin sind, die entweder gar nicht programmieren können oder aber zwar programmieren können, aber nicht in der entsprechenden Programmiersprache. Ja, das heißt, wir haben ja eine große Palette von Programmiersprachen. Wir müssten uns jetzt für eine entscheiden, um was auszudrücken. Und tatsächlich ist die Entscheidung jetzt viel zu früh, welche Programmiersprache wir nehmen. Warum? Wir wollen an dieser Stelle im Wesentlichen entscheiden, was das System eigentlich können soll und wie das so grob funktioniert. Und später können wir dann überlegen, welchen Teil von diesem System wir in welcher Programmiersprache umsetzen wollen. Vielleicht haben wir an der Stelle noch gar nicht entschieden, ob es eine Web-Applikation werden soll
ob es eine mobile Applikation oder eine Desktop-Applikation werden soll und welche Architektur dahinter steht, ob das Client-Server ist oder nicht. Das alles haben wir an der Stelle noch gar nicht entschieden. Wir wollen erstmal das System modellieren. Und deswegen ist es zu früh, hier schon für eine Programmiersprache zu entscheiden. Generell, textuelle Sprachen sind irgendwie schwerer zu fassen. Ja, ich hatte beim letzten Mal den Begriff, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Und das versuchen wir natürlich hier auch. Wir versuchen durch grafische Darstellung möglichst Sachen einfacher verständlich und visuell verständlich rüberzubringen. Natürlich braucht das oder benutzt das unsere Möglichkeiten fürs visuelle Verständnis, aber das Ganze klappt nur dann, wenn alle, die da drauf gucken, ein gleiches Verständnis von den Notationen haben. Und tatsächlich ist dafür sogar die heutige Vorlesung da, ne? Weil das Ziel ist, dass ihr alle die gleichen grafischen Notationen kennenlernt, wie sie Generationen vor euch kennengelernt haben. Und wenn man dann in die Industrie geht oder ja, an irgendeiner Stelle mit Softwareentwicklung in Kontakt kommt und diese Modelle sieht, dann kann man die verstehen. Das Problem ist jetzt natürlich, wenn wir uns jetzt vorstellen, so ein typischer Zulieferer für die Automobilindustrie in Deutschland, der arbeitet nicht, typischerweise nicht nur mit einem Automobilhersteller, sondern mit mehreren. Und ganz schlimm wäre jetzt, wenn irgendwie jeder Automobilhersteller und jeder Zulieferer hat irgendwie seine eigene Sprache, in der er irgendwas modelliert. Da müssten wir entweder ständig übersetzen zwischen denen oder ja, wir haben ein großes Chaos. Und noch schlimmer wäre, und tatsächlich ist das passiert und passiert wahrscheinlich auch heute noch, ist es so, dass teilweise für ein einzelnes Projekt, für ein Softwareprojekt eine andere Form der Modellierung gewählt wird. Und das ist natürlich super schwierig, wenn jetzt bestimmte Personen die Teams wechseln oder ähnliches. Das heißt, das wollen wir irgendwie vermeiden. Und die Lösung ist, dass wir eine grafische Programmiersprache haben, die unabhängig von der Firma, aber auch unabhängig von der Anwendungsdomäne, ja, wo es egal ist, ob ich jetzt ein Betriebssystem entwickle oder ob ich jetzt eine App entwickle für Android oder iOS. Das ist eine relativ typische Situation, also eine Situation, wie wir sie hatten in den 80er Jahren zum Beispiel und teilweise auch noch in den 90er Jahren, war, dass das es eben diese große Anzahl von irgendwie Visualisierungen gab für Software. Und was hier super verdeutlicht wird, ist, ja, da wird es 14 verschiedene Standards, das ist ja viel zu viel. Wir brauchen einen universellen Standard und die Situation danach ist, wir haben 15 Standards. Das ist tatsächlich relativ typisch. Ja? Das ist auch, das passiert auch bei Programmiersprachen und Ähnlichem. Und was sozusagen, was auf der Welt relativ gut funktioniert für natürliche Sprachen, wo eigentlich sich weitestgehend Englisch durchgesetzt hat und meine Folien sind auch in Englisch, zum Beispiel aus diesem Grund. Es gibt Das hat eben sozusagen ein bisschen länger gedauert, bis man das für die Softwarewelt erkannt hat, ja? Dass man da auch eben diese eine Sprache braucht. Und natürlich wollen wir das irgendwie vermeiden. Und das ist ein bekanntes Problem, das sehen wir an ganz vielen Stellen. Ja? Hier oben steht es, es gibt irgendwie Aufladeadapter oder wenn ihr in ein anderes Land reist, dann gibt es da natürlich andere Steckdosen. Das heißt, ihr braucht irgendwie einen Adapter. Wenn ihr eine Textdatei abspeichert und die irgendwem schickt und jemand anders lädt die auf seinem Rechner, dann hat er plötzlich irgendwie ein Problem das mit dem Character Encoding, dann sind irgendwie die Umlaute irgendwie falsch. Instant Messaging ist was, was mich immer mehr aufregt. Früher gab es einfach ein Protokoll und jeder konnte irgendeinen Client nehmen und dann konnte man chatten miteinander. Heute hat man sozusagen für jedes eine eigene App und jeder hat 5 bis 10 Apps zum Textnachrichten schreiben. Und so ähnlich ist das in der Corona-Zeit, ist das jetzt auch noch explodiert mit Videoübertragung, Videotelefonier-Werkzeugen. Gut, aber ich schweife ein bisschen ab. Es geht darum, wir brauchen irgendwie einen Standard.
Und diesen Standard gibt uns die Unified Modeling Language oder kurz UML. UML is a general purpose visual modeling language that is used to specify, visualize, construct and document the artifacts of a software system. Das heißt, genau das, was wir jetzt vorher gesagt haben, was unser Ziel ist von Modellierung. Wir wollen Software-Systeme, das wird teilweise auch nur für Software-Hardware oder auch nur für Hardware inzwischen eingesetzt und findet da immer mehr Verbreitung, zum Spezifizieren, Visualisieren, zum eigentlichen Konstruieren, für das eigentliche konstruktive Erzeugen, aber auch zur Dokumentation genutzt. Und das sind genau die Ziele von der Modellierung. Modeling yields an understanding of a system. No one model is ever sufficient. Rather, you often need multiple models that are connected to one another. Und das ist ein wichtiger Punkt. Es gibt nicht dieses eine Modell, was wir erzeugen und dann verstehen wir das System plötzlich, sondern es gibt immer eine Vielzahl von Modellen, die wir brauchen, um so ein System zu modellieren. Und da gibt es jetzt zwei Dimensionen. Das eine ist, wir haben jetzt schon Anwendungsfalldiagramme kennengelernt. Und da ist es denkbar, dass ich natürlich einfach mehrere Anwendungsfalldiagramme aufstelle. Das ist damit gemeint. Allerdings gibt es auch verschiedene Diagrammarten, ja, wovon wir uns ein paar angucken werden in der Vorlesung und worauf wir jetzt etwas genauer zu sprechen kommen. In UML gibt es zwei grundsätzliche Arten von Diagrammen. Da gibt es teilweise auch ein paar andere Unterscheidungen in der Literatur, da nicht verwirrt sein, aber im Wesentlichen sind es zwei Arten von Diagrammen. Einerseits Strukturdiagramme. Structure diagrams show the static structure of the object in, objects in a system. That is, they depict those elements in a specification that are irrespective of time. The elements in a structure diagram represent the meaningful concepts of an application and may include abstract, real-world and implementation concepts. Also, wir wollen irgendwie die Struktur von dem System verstehen, wir wollen verstehen, in welche Teile ist das eigentlich aufgeteilt, oft läuft es darauf hinaus, in was für Dateien möchte ich das System nachher eigentlich unterteilen, in was für Klassen zum Beispiel, wenn wir jetzt an objektorientierte Programmierung denken, und was man sozusagen am einfachsten sagen kann, Strukturdiagramme sind die, die nicht über Zeit sprechen. Und im Gegensatz dazu gibt es dann noch Verhaltensdiagramme. Behavior diagrams show the dynamic behavior of the objects in the system, including their methods, collaborations, activities and state histories. The dynamic behavior of a system can be described as a series of changes to the system over time. Das heißt, Verhaltensdiagramme wollen das dynamische Verhalten, also wie verändern sich gewisse Dinge über die Zeit, und typischerweise sind es eine Reihe von Änderungen, die über die Zeit passieren, beschreiben. Und das sind sozusagen die zwei Gegenspieler, die wir irgendwie haben. Wie ist das System strukturiert und wie ist das Verhalten von dem System? Jetzt habe ich schon angedeutet, es gibt nicht nur diesen eine Diagrammart, sondern es gibt insgesamt 14 Diagrammtypen in UML, in der Unified Modeling Language. Und da gibt es verschiedene Strukturdiagramme, Package-Diagramm, Objekt-Diagramm, Verteilungsdiagramm, Composite Structure Diagramm, ein Profildiagramm, Klassendiagramme und Komponentendiagramme. Und von diesen vielen werden wir hier in der Vorlesung uns mit Klassen- und Komponentendiagrammen auseinandersetzen. Komponentendiagramme werden wir in der nächsten Vorlesung kennenlernen und Klassendiagramme in der übernächsten Vorlesung. Jetzt gibt es eben nicht nur diese Strukturdiagramme, sondern es gibt auch Verhaltensdiagramme. Wir haben ein Verhaltensdiagramm schon kennengelernt, das sind die Anwendungsfalldiagramme. Ja? Die Anwendungsfalldiagramme erlauben uns zu sagen, es gibt ein gewisses Verhalten, und das Verhalten ist dann ein Use Case, ja, wir hatten da immer gesagt, da steht irgendwie so ein Verb und ein Nomen in so einer Ellipse drin, und das ist ein Use Case und wir zeigen quasi auf, was für verschiedene Verhalten erwarten verschiedene Akteure von dem System. Wir werden uns noch zwei weitere Typen, nämlich Aktivitäts- und Zustandsdiagramme, heute angucken, aber es gibt auch noch eine weitere Unterart von Verhaltensdiagrammen und das sind die sogenannten Interaktionsdiagramme. Das heißt, Interaktionsdiagramme sind auch Verhaltensdiagramme,
aber sie konzentrieren sich auf eine Interaktion, die zwischen verschiedenen Teilen passiert. Da gibt es Sequenzdiagramme, die werden wir in der übernächsten Vorlesung kennenlernen, und dann gibt es noch eine Reihe von anderen Diagrammen, Kommunikationsdiagramme, Interaktionsübersichtsdiagramme und Zeitdiagramme. Und insgesamt sehen wir dann, dass es da sehr viele Diagrammtypen gibt, eigentlich zu viele für diese Folie und auch zu viele für die Vorlesung, sodass wir nur 6 von diesen Diagrammtypen behandeln werden in der Vorlesung. Und das hat verschiedene Hintergründe. Das eine ist, ihr sollt verstehen, wie diese Diagramme funktionieren, und dafür ist es natürlich gut, wenn wir uns weniger angucken, könnt ihr ein tieferes Verständnis für die entwickeln. Andererseits ist es so, dass das nachgewiesenermaßen die 6 wichtigsten Diagrammtypen sind, und wenn man diese 6 Diagrammtypen verstanden hat, dann kann man sich auch relativ schnell in weitere Diagrammtypen einarbeiten. Es ist so, was ich euch versprechen kann, ist, dass 95% von euch ein oder sogar mehrere dieser Diagrammtypen später in ihrem Leben brauchen werden. Von den 5% gibt es vielleicht auch welche, die später gar nichts mit der Softwareentwicklung direkt zu tun haben oder mit der Modellierung. Von den anderen Diagrammen ist es ziemlich wahrscheinlich, dass nur die wenigsten von euch überhaupt einen der anderen Diagrammtype brauchen. Deswegen ist das so die Grenze für uns, dass wir eben diese Diagrammtypen besprechen wollen. Was haben wir im ersten Teil gelernt? Ich wollte euch motivieren für Systemmodellierung. Warum machen wir das eigentlich? Was sind überhaupt Modelle und was ist die Unified Modeling Language? Wir haben uns auch angeguckt, welche Arten von UML-Diagrammen gibt es und welche tatsächlichen Diagramme gibt es da drin. Und da habe ich eine besondere Empfehlung zum Lesen, denn das ist Kapitel 1 aus dem UML-User-Guide, und ihr könnt hier einfach auf UML-User-Guide klicken in den Folien, um dahin zu kommen. Das ist eine einmalig gute Einführung in Modellierung anhand von einem Beispiel, so ähnlich wie mein Beispiel auch mit dem Ulmer Münster. Gut, auch jetzt sollte wieder praktisch was probieren, und zwar folgender Vorschlag: Ihr überlegt jetzt mal, was müsstet ihr in eurem Zimmer oder was könntet ihr in eurem Zimmer verändern oder in einem irgendwie fiktiven Zimmer, damit ihr besser von zu Hause lernen könnt. Ja, es ist ja absehbar, dass jetzt irgendwie die nächsten Wochen ihr noch zu Hause sitzen werdet und für euch eine gute Arbeitsatmosphäre schaffen müsst, vielleicht Arbeits- und Wohnatmosphäre. Und deswegen, ihr sollt eine Minute verwenden, um jemandem anders mit Hilfe von einer Skizze zu erklären, wie euer Zimmer aussieht. Das heißt, ihr habt eine Minute Zeit, eine Skizze zu machen, und ich würde euch auch empfehlen, das tatsächlich mal auszuprobieren und dann eine Minute Skizze, eine Minute jemandem das erklären. Und die Idee ist, dass ihr von demjenigen ein bisschen Feedback kriegt, bevor ihr Möbel rückt. Ja? Sozusagen, das ist das fiktive Anwendungsszenario. Es geht darum, dass ihr bei der Aufgabe lernt, was heißt es zu abstrahieren. Und damit ihr das reflektiert, sollt ihr danach auf eine andere Grafik, auf eine andere Skizze gucken in Moodle und eine Liste von 10 Sachen erstellen, die von denen abstrahiert wurden. Also Details, die da explizit in dieser Skizze nicht mehr drin sind. Ich glaube, dass man das einfach mal ausprobiert haben muss, was dieses Abstrahieren meint, was wir mit Modellen meinen. Und an der Stelle seid ihr relativ losgelöst, weil wie diese Skizze aussieht. Aber ich würde empfehlen, dass ihr das auch wieder per Hand zeichnet, weil sonst kommt man wahrscheinlich in einer Minute nicht weit. Gut, damit viel Spaß, und ich freue mich auf eure Skizzen.